In diesem Video werden wir uns mit den verschiedenen Tabellenansichten beschäftigen, die uns Linux zur Verfügung stellt. Im besonderen Sinne Tabelle, Formular, Karten und Kanban. In einem der vorangegangenen Tutorials haben wir uns bereits die automatisch erstellte Tabellenansicht angesehen. Weitere Ansichten können erstellt werden, indem man auf das Plus-Symbol in den Registerkarten klickt, den gewünschten Ansichtstyp wählt und dann einen Namen vergibt. Wir erinnern uns, dass man in Tabellenansichten per Klick auf die Kopfzeile entweder Spalten ausblenden oder weitere Spalten anzeigen lassen kann. Ebenfalls kann die Spaltenbreite und auch die Zeilenhöhe nach Belieben verändert werden. Wir können in dieser Ansicht auch eine Auswahl mehrerer Datensätze treffen und verschiedene Interaktionen damit durchführen, indem wir mit Linksklick auf die Seite der Tabelle klicken. Beispielsweise können wir die Auswahl aufheben, sie umkehren, alles auswählen, nur ausgewählte Datensätze anzeigen, diese letzte Option auch wieder rückgängig machen, über alle Zeilen anzeigen und auch ausgewählte Zeilen löschen. Das verhindert, dass man in bestimmten Fällen sehr viele Datensätze einzeln löschen muss. Tabellen ermöglichen außerdem eine bedingte Formatierung von angezeigten Werten. Um diese zu nutzen, rufen wir die Option der jeweiligen Spalte auf und wählen bedingte Formatierung. Die hier angezeigte Liste ist zuerst leer. Wir können nun über Regel erstellen eine neue Formatierung erzeugen. Für unser Beispiel möchten wir den Hintergrund der Rechnungssumme grün ausfüllen, sofern der Wert über 300 liegt. Wir könnten theoretisch auch die Textfarbe verändern oder ein Symbol hinzufügen. Das lassen wir aber in diesem Falle erstmal aus. Man könnte theoretisch noch eine weitere Regel hinzufügen, diese ist aber erstmal nicht relevant. Wenn wir die Regel speichern und das Menü verlassen, sehen wir direkt die Auswirkungen der Regeln in dieser Spalte. Wir erinnern uns, dass dieser Wert aus den Daten der zugewiesenen Rechnungsposition stammt. Erstellen wir nun eine Formularansicht, indem wir erneut auf das Plus-Symbol klicken und das sogenannte Formular auswählen. Sofern wir das Namensfeld nicht füllen, wird ein Standardname vergeben. Diese Ansicht ist in ihrem Aufbau identisch zum Pop-up, welches wir durch einen Klick auf einen Datensatz in der Tabelle sehen würden. Wir können hierin genauso wie im Pop-up sowohl Daten eingeben, als auch Änderungen an der Struktur vornehmen, zum Beispiel Verknüpfungen erstellen. Um vom aktuellen Datensatz in den vorherigen oder nächsten zu manövrieren, kann man die Tasten oben und unten auf der Tastatur oder die Pfeilschaltflächen in der Navigationsleiste benutzen. Dieser Ansichtstyp ist besonders nützlich bei der Erstellung von Dashboards für unsere Datenbanken. Hierzu in einem anderen Video mehr. Als nächstes erstellen wir eine Kartenansicht. Diese zeigt die vorhandenen Datensätze als Karteikarten an. Wir können die darin präsentierten Daten konfigurieren, indem wir das Filtermenü der Ansicht öffnen und benötigte Informationen aus der rechten Spalte in die linke ziehen. Fügen wir beispielsweise noch das Bild des Kunden hinzu.
Eine noch bessere Visualisierung dieser Karten erreichen wir, indem wir ein Auswahlfeld einbinden. Erstellen wir hierzu in Rechnung ein neues Feld vom Typ Auswahl und nennen dieses Status. Wir können nun in diesem Feld Optionen anlegen, beispielsweise neu, verschickt, bezahlt und storniert. Weiterhin können wir Symbole und Farben zuweisen. Es ist sinnvoll, in diesem Zusammenhang den Standardwert neu einzufügen. Der Status wird nun am Anfang des Formulars positioniert. Dies gilt zur Übersichtlichkeit. Und die Änderungen werden gespeichert. Wir können nun den verschiedenen Rechnungen verschiedene Werte zuweisen. Wenn wir nun die Filtereinstellung der Karten erneut öffnen und den neu erstellten Status an erste Stelle setzen und bestätigen, sehen wir den Status in seiner Farbe entsprechend markiert als erste Zeile in den Karten. Auch ist es möglich, sogenannte Gruppierungen vorzunehmen, sodass zum Beispiel alle Karten mit dem gleichen Status auf einen Blick zu sehen sind. Hierzu klicken wir im Filtermenü auf den Status und wählen Gruppiert. Erstellen wir nun eine neue Rechnung, wird diese automatisch im Neu-Status eingestellt und ist dort ersichtlich. Schauen wir uns zuletzt die Kanban-Ansicht an. Hierzu erstellen wir wie zuvor eine neue Ansicht, nun vom Typ Kanban. Diese ist nun automatisch genauso konfiguriert wie die Kartenansicht, da wir uns in dieser befanden, als die neue Ansicht erstellt wurde. Begeben wir uns dem entgegen in die ursprüngliche Tabelle, ohne Konfiguration oder Sortierung, und erstellen von da aus eine Kanban-Ansicht, müssen wir alle Einstellungen manuell treffen. Ninox empfiehlt in diesem Zusammenhang automatisch den Status als Unterteilung der Kanban-Säule. Klicken wir dieses Feld an, wird die Ansicht für uns fertiggestellt. Möchten wir die Leer-Option ausblenden, können wir die Feldeinstellung von Status öffnen und Eingabe erforderlich auf Ja stellen. Kanban erlaubt das Verändern des Status durch einfaches Drag and Drop. Fassen wir zusammen. Wir kennen nun einige alternative Darstellungsweisen für unsere Daten. Die Tabellenansicht erlaubt uns nun eine bedingte Formatierung. Das Formular präsentiert die Daten im Vollbild und wird später für Dashboards wichtig. Karten und darin enthaltene Gruppierungen geben einen schnellen Überblick über die vorhandenen Daten. Kanban hilft bei der dynamischen Kategorisierung von Objekten.
Dieses Wissen ermöglicht es uns, Arbeitsprozesse oder auch Workflows effizient zu gestalten und die visuelle Darstellung von Daten den Umständen anzupassen. Ninox.